Vom schwachen zum starken Gesetz der großen Zahlen braucht es zwei Jahrhunderte und eine Erweiterung vom Standardmodell. Dieses beschreibt ja Versuche mit endlich vielen möglichen Ergebnissen, also endlichen Stichprobenräumen. Bei unendlich vielen Wiederholungen eines Münzwurfs zum Beispiel, da gibt es unendlich viele mögliche Ergebnisse, sogar überabzählbar viele. Diese Erweiterung des Standardmodells hatte noch zusätzliche Gründe. Es gab früher zum Beispiel auf Jahrmärkten das sogenannte Glücksrad. Das war ein Kreis mit einem großen Rad, großes Rad mit einem großen Zeiger, und dieser Zeiger wurde in Bewegung versetzt, drehte sich rasch und blieb dann irgendwo stehen. Und das Ergebnis war also jener Punkt am Kreisumfang, auf den der Zeiger gezeigt hat. Es sind also alle Punkte am Kreisrand die möglichen Ergebnisse. Jeder einzelne hat die Wahrscheinlichkeit null, denn so gering ist die Chance, dass der Zeiger genau auf diese Stelle weist. Ja, man kann trotzdem von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Jedem Kreissektor entspricht eine Wahrscheinlichkeit, nämlich sein Anteil am Kreisumfang. Und weil jeder Punkt am Kreisumfang in kleinere und kleinere Sektoren eingesperrt werden kann, hat er die Wahrscheinlichkeit null. Aber unmöglich ist er deswegen nicht. Interessanterweise hat es lang gebraucht, um das Standardmodell zu erweitern. Noch um 1900 herum war die Frage nach einer befriedigenden Grundlegung der Wahrscheinlichkeitsrechnung offen. Und David Hilbert hat sie aufgenommen in seine berühmte Liste von 23 Problemen für das 20. Jahrhundert. Die Antwort kam dann 1933 in einem Buch des genialen sowjetischen Mathematikers Kolmogorov. Und diese Antwort war von denkwürdiger Einfachheit. Sie hat, wenn Sie so wollen, Philosophinnen und Philosophen einen Einblick geboten, nicht in das, was Wahrscheinlichkeit ist, sondern in das, in die Arbeitsmethode von Mathematikerinnen und Mathematikern. Die Vorgangsweise der Mathematik. Was ist also dieses Modell von Kolmogorov, das seit, sind es auch schon bald 100 Jahre, seither die unbestrittene Grundlage für eine enorm erfolgreiche Disziplin geliefert hat? Nun, das wird Sie vielleicht enttäuschen, aber es schaut ganz ähnlich aus wie das Standardmodell. Wieder geht man aus von einem Raum von Elementarereignissen, den möglichen Ergebnissen des Versuchs. Dieser Stichprobenraum kann allerdings jetzt unendlich sein. Wieder heißen die Teilmengen von diesem Stichprobenraum Ereignisse. Und wieder ordnet man diesen Ereignissen eine Wahrscheinlichkeit, eine Zahl zu, die immer zwischen 0 und 1 liegen muss. Die Wahrscheinlichkeit vom gesamten Stichprobenraum ist 1. Und es gilt diese Additivität, dass wenn A und B zwei Ereignisse sind, die nicht zugleich eintreten können, die also disjunkt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit von A oder B gleich der Summe von der Wahrscheinlichkeit von A plus der Wahrscheinlichkeit von B. Und da gibt es dann doch eine Verschärfung gegenüber dem Standardmodell, nämlich diese Additivität soll nicht nur für zwei Ereignisse, damit für endlich viele Ereignisse gelten, sondern sogar für abzählbar unendlich viele Ereignisse, sofern sie paarweise disjunkt sind. Diese Grundbegriffe sind außerordentlich banal, muss man sagen. So wie beim Standardmodell deutet überhaupt nichts darauf hin, dass man es mit dem Zufall zu tun hat, mit Wahrscheinlichkeiten. Tatsächlich hat Kolmogorov einfach ein vorhandenes Instrumentarium übernommen, und zwar die Maß- und Integrationstheorie. Diese Maßtheorie war in jahrhundertelanger, zäher Arbeit entwickelt worden, um Flächen und Volumen zu berechnen. Die sonderbare sogenannte Sigma-Additivität der Wahrscheinlichkeit fußt auf der sogenannten Exhaustionsmethode, mit der schon Archimedes den Flächeninhalt des Kreises berechnet hat. Das ist eine Episode, die uns noch oft begegnen wird. Wie sie uns noch oft begegnen wird. Die Mathematik ist eine Kunst des Technologietransfers. Methoden, die sich in einem Gebiet bewährt haben, werden in anderen Gebieten angewandt. Dass es klappt, ist den Mathematikern Begründung genug. Kein Wunder, dass der Schriftsteller Robert Musil
von der, ich zitiere, Gewissenlosigkeit der Mathematiker gesprochen wird. Aber ganz gewissenlos sind sie übrigens nicht. Denn die Maßtheoretiker, die hatten bemerkt, dass es eine Funktion P mit den gewünschten Eigenschaften überhaupt nicht geben kann, wenn Omega überabzählbar ist. Nun, dann verlangt man diese Eigenschaften eben für möglichst viele Teilmengen. Dann definiert man P nicht für alle Teilmengen von Omega, sondern nur für gewisse Teilmengen und alle anderen Teilmengen werden dann einfach nicht als Ereignisse betrachtet. Das wirkt vielleicht ein bisschen locker, aber es klappt und für die Mathematik ist das die Hauptsache.